Genau, Rick Rude hat das Treffen gegrölt. Hier sind unsere News. Eingeblendet nochmal Orte und Daten der England-Tour der WCW. Wenn Sie Tickets bestellen möchten, hier sind in derselben Reihenfolge die entsprechenden Telefonnummern eingeblendet. Wer wird dabei sein? Das ist jetzt die Frage, die Sie bewegt. Gell? Ich kann es Ihnen sagen. Ich werde es auch tun. Also, unter anderem Sting, Big Van Vader, Ron Simmons, Dustin Rhodes, Barry Windham, Davey Boy Smith, Cactus Jack, Van Hammer, Paul Orndorff, Too Cold Scorpio, Scotty Flamingo, Vinny Vegas, Michael Hayes, der Freebird, der eine Hälfte von den Fabulous Freebirds, und Max Payne. So, das war's erstmal dazu. Rick Rude konnte seinen US-Titel nicht verteidigen aufgrund seiner Verletzungen innerhalb der geforderten 30 Tage. Deshalb sind Dustin Rhodes und Ricky Steamboat gegeneinander darum angetreten. Und im Final Match hat Dustin Rhodes dann gewonnen, wurde von Windham attacked. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Nächsten Monat wird Dustin gegen Ron Simmons antreten um diesen Gürtel. Big Van Vader hat seinen Titel letzte Woche zurückgeholt in Baltimore. Damit ist er zum zweiten Mal WCW World Heavyweight Champion. Letzte Nacht haben Vader und Windham gegen Sting und Dustin gekämpft. Und Vader hat Sting mit einem Ledergürtel gehauen, was den wahnsinnig aufregt. Jetzt hasst Sting, Vader und Windham. Wir werden sehen, was passiert beim Super Brawl Main Event. Nächste Woche einige Highlights des letzten Jahres und Highlights von Stargate. Bis zur nächsten Woche im DSF zur selben Zeit. Montags Slow, mittwochs Pro Wrestling und Freitag Worldwide. Wie in alten Zeiten. Hey, haben Sie eine dynamische. Kommen wir zu den News! Ja, genau. Wer sich gefragt hat, kommt die WCW auch mal über einen großen Teich nach Europa, der kann sich freuen. Hier sind die Tourdaten für Großbritannien. Jetzt der Hammer für alle British Bulldog und Davey Boy Smith Fans. Haltet euch fest, er wird dabei sein. Eine Deutschland-Tour ist in Planung, die Daten und Orte stehen jedoch noch nicht fest. Im Hintergrund Impressionen aus der WCW-Stadt und Olympia-Austragungsort 1996, Atlanta. Jesse the Body Ventura wird 1994 für den US-Senat kandidieren. Und dieselben Pläne hat Ric Flair. Es heißt zudem, er möchte Mitte März zur WCW zurückkehren. Nikita Koloff ist nach einer Operation zurzeit auf Eis gelegt. Nach dem Krebstod seiner Frau vor 2,5 Jahren hat er einen neuen Anfang gemacht und erwartet im Mai mit neuer Freundin ein Baby. Arne Andersens Knie ist immer noch nicht wieder fit, auch er wird eine Zeit lang pausieren. Joe Thurman, der Jobber, dem Van Vader einen Rückenwirbel gebrochen hatte, wir haben am Mittwoch darüber berichtet, ist auf dem Weg zur Besserung, Gott sei Dank. Ein paar Wochen wird er noch im Gipsbett liegen müssen und ein halbes Jahr wird es noch dauern, dann kann er mit dem Training wieder beginnen. Dank an Betty Frank vom CFI und an Wolfgang Stach von der WFA für ihre Unterstützung. Das war es in Kürze mit unseren News. Und das allerletzte Wort hier hat Cactus Jack. ZNCWCW, right here! News! Van Hammer hat total recht, hier kommen die Nachrichten. Ric Flair beginnt am 15. Februar bei Super Brawl in der WCW. Davey Boy Smith wurde von Vince McMahon verboten, sich British Bulldog zu nennen. Hört, hört, der ist ja auch wieder in der WCW seit neuestem. Great Muda hat den NWA-Titel gewonnen von Masachono, der übrigens mit einer Dame aus Linz verheiratet ist. Chris Benoit kommt in die WCW, Steve Regal ist schon bereits in der WCW drin, Max Payne kommt ebenfalls in die WCW, ganz neu, er ist der Ex-Heavy Metal Patterson. Rob Van Damme ist ebenfalls neu in der WCW, nicht übrigens mit Jean-Claude Van Damme verwandt. Neues Tag Team kommt, Wrecking Crew, das sind Rage und Fury und Rage ist der kleine Bruder von Animal LOD. Vom 11. bis zum 17. März führt die Tour der WCW durch England. Wer teilnimmt daran, wird nächste Woche bekannt gegeben. Eine Deutschland-Tour ist geplant. Daten und Städte stehen aber noch nicht fest. Das war's für diesmal. Deutschland. Hi, guys. Extra für Sie haben die Jungs Deutsch gelernt. Können Sie sich sowas vorstellen? Ja, die haben lange gelernt. Ein vierwöchiger Kurs. Da konnten sie dann endlich Hello sagen. Auf Deutsch. Verabschieden wir uns mit dem Hinweis auf die Sendung der nächsten Woche. Hello. Und dann Mittwoch und Freitag. 23.05 Uhr. Stellen Sie das Bier kalt. Männer Wrestling der WCW. Also nochmal zum Mitschreiben. Glow, montags 23.05 Uhr. Gorgeous.
Greatest Ladies of Wrestling. Die schönsten Damen des Wrestling. Ja, 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 weiter. Mittwoch gibt's Pro Wrestling und Freitag WWW, also Worldwide Wrestling. Und auch jede Menge schöne Männer. Mhm. Barry Windham und Flying Brian. Besser, richtige Männer wie diese hier. Männer, die auch die Fäuste ballen können. Und echtes Catchen statt Seifenoper. Ganz genau. Wir erwarten Sie wieder vollzählig. Bis dann. Before Starcade. So show me you've got some guts and get your tails out of here. What a match it will be.